Die Sims 4 hat derzeit ein riesiges Bugproblem, welches ich in diesem Video genauer beleuchten will. Ich bin sauer. Die Sims-Reihe war schon immer nicht gerade fehlerfrei, aber ich finde, wir haben jetzt aktuell so einen gewissen Punkt überschritten. Ich kann mich noch erinnern, wie die Sims 4 in der Anfangszeit wirklich als super fehlerfreies und ja, flüssiges Spiel gestartet hat. Und mittlerweile haben wir so gravierende Fehler im Spiel, die teilweise sogar verhindern, dass wir das Spiel in der gewohnten Art und Weise spielen können. Und das ist jetzt auch wieder passiert mit dem letzten Update. Das kleinere Update, was vor Kristallkreation veröffentlicht wurde, wurde nämlich nicht richtig getestet. Mit dem ist es vorgekommen, dass Sims mit einer bestimmten Singfähigkeit oder gelernten Rezepten einfach nicht mehr mit anderen Sims interagieren konnten. Das Menü dafür ist nicht aufgeploppt. Genauso gravierend war der Fehler, dass die Moodlets und Buffs, die es im Spiel gibt, mit einem Schließen vom Spiel einfach nicht richtig gespeichert wurden und so verschiedene Vorgänge im Gameplay, im Forum wird da eine Zahl von über 500 genannt, einfach nicht richtig zu Ende gebracht werden konnten. Und wenn ihr denkt, das sind schon gravierende Fehler, dann gab es noch den Bug, dass Sims, die die Ketten aus dem Kristallkreation-Accessoire-Pack ausgezogen haben, mehrmals hintereinander, davon dann dünner bzw. irgendwie verformt wurden. Das finde ich gerade aus dem Grund besonders spannend, weil die Entwickler ja einfach nur neuen Schmuck erstellen mussten, wie sie es schon mit so vielen Packs gemacht haben und sie es dann geschafft haben, da dann irgendwas kaputt zu machen. Hier wurde ja nicht mal ein neues System irgendwie integriert, was dafür verantwortlich ist. Man muss sagen, die Entwickler haben jetzt ganze 2 Notfall-Patches veröffentlicht, die auch schon draußen sind. Also die Fehler sind zum Glück jetzt Geschichte. Und man muss sagen, das ging auch recht schnell. Da waren jetzt nur 4 Tage ungefähr dazwischen. Aber ich will an der Stelle auf jeden Fall nochmal hervorheben, dass das auf jeden Fall nicht die Norm ist, dass es so schnell geht. Wir erinnern uns nochmal zurück an zu vermieten. Da gab es einen Fehler, der die Speicherstände komplett kaputt gemacht hat, wenn ihr das Apartment-System teilweise benutzt habt. Also da hat es dann mehrere Monate gedauert, bis das korrigiert wurde. Und selbst wenn die Fehlerbehebung schnell ging, muss man sagen, das sollte nicht passieren. Vor allem nicht bei so einem teuren Spiel, wie die Sims 4 nun mal ist. Als ich den Tweet der Entwickler gelesen habe, habe ich auch so einen kleinen Lachflash bekommen, weil die Entwickler ernsthaft gemeint haben, dass man bis zum Notfallpatch den Sims keine Ketten an- oder ausziehen soll, was damit ja eigentlich das neue Kristallkreation-Hauptfeature dann irgendwie obsolet oder unnötig gemacht hat, wenn man es nicht darf. An der Stelle nochmal eine kleine Empfehlung. Die Simmerin Krinrig berichtet immer ganz aktuell über verschiedene Bugs in die Sims 4. Also wenn ihr schauen wollt, welche Fehler sich so aktuell eingeschlichen haben, welche bearbeitet werden, habe ich sie auf jeden Fall mal in der Beschreibung verlinkt. Da findet ihr auch den Link zu meinem Partner Instant Gaming, bei dem ihr verschiedene Packs für die Sims 4 deutlich günstiger bekommen könnt. Krinrig macht zwar einen tollen Job, aber ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass wir uns aktuell gefühlt bei jedem neuen Pack erstmal informieren müssen, ob das Spiel gerade spielbar ist, ob es irgendwelche fundamentalen Fehler gibt, die euren Spielstand kaputt machen könnten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum gibt es eigentlich so viele Fehler im Spiel? Also klar, auf der einen Seite, die Sims 4 wird immer komplexer mit den ganzen neuen Packs, aber EA wird wahrscheinlich nicht so viele Ressourcen darin setzen, die Fehler auch wieder zu beheben. Es ist nun mal so. Fehler beheben bringt EA keine weitere Kohle ein und das tun halt nur die DLCs, die Geld kosten. Und da ist halt aus meiner Sicht das Einzige, was wirklich helfen würde, Verzicht. Wir müssen einfach weniger die Sims 4 Packs kaufen, auch wenn es halt irgendwie schwer fällt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ist es aus EAs Perspektive wirklich so schlau, die Spieler so wütend zu machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, selbst die Sims-Entwickler haben gemerkt, dass das Spiel derzeit wirklich voller Fehler ist und dass das dann auch teilweise schlechtes Marketing darstellt. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass die Livestreams vor einem Pack jetzt mittlerweile voraufgezeichnet sind und nicht mehr live sind, so wie es früher der Fall war. Da kann man dann natürlich im Schnitt die Stellen rausschneiden, wo der Sim rumgespackt hat, wo man irgendwelche Fehler gesehen hat. Lasst doch gerne mal ein Abo da, wenn ihr in der Zukunft über weitere Bugs und Neuigkeiten zu den Sims informiert werden wollt von mir. Welchen Fehler habt ihr gerade so im Spiel, mit dem ihr euch besonders rumschlagt? Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.